So, zurück bei den Traumfängern. Die lassen wir jetzt einfach alle mal stehen und liegen. Wir machen jetzt hier mit dem Spiel weiter. Hat uns ja jetzt lange genug aufgehalten, alles. Der ist uns in den Weg gelaufen, das hat jeder gesehen. So, schweben das Schloss, kurz reingeguckt. Da hatten wir ja auch was zerstört, den verborgenen Baumstumpf. Also achten wir darauf, alles was nach Holz aussieht, wird hier niedergebrannt. Reisen nach schwebendes Schloss. Bin ich sehr gespannt, also es klingt interessant auf jeden Fall. Hoffen wir mal auf keine bösen Überraschungen dabei. Spyro macht die Klauen auf. Jagd nach den Diamanten. Mach einen kurzen Bogen. Schon mal kein Schloss zu sehen, aber hier im Hintergrund müsste es irgendwo auftauchen. Machen wir mal die Pelikane weg. Der hängt an dem Ballon dran. Was pflücken wir so als nächstes? Schauen wir mal, ob wir den abholen können. Der klatscht mit seinem Schild. Jetzt ist er aber am Absturz gefährdet. Die sind bislang noch relativ harmlos, also greifen nicht an, zumindest die Vögel hier. Und wenn, dann ist es der Schildknappe, der ein bisschen Ärger macht. Und natürlich der Feuerteufel wieder mit hier von der Partie. Kleines Feuerwerk zum Abschluss. Das haben wir kaputt gekriegt. Er ist zu weit weg. Nicht füttern. Die wollen wir auch nicht füttern. Er konnte aber auch nichts ausrichten. Tja, da geht die Hand und greift ins Leere. Setzen wir über, gehen wir hier in den Innenhof. Mudada! Eine Puppe. Die Feen sind immer auf deiner Seite, Spyro. Beruhigende Annahme. Weil wir bislang jetzt noch nicht so viel von ihnen hier, ja, nützlich zurückbekommen haben. Also man kann halt die Gespräche mit den Drachen wiederholen, aber naja, die meisten verabschieden sich nur noch. Da kommt nicht mehr ganz so viel Dialog mit dir am Anfang, das ist ein bisschen schade. Aber immerhin noch ein paar einzigartige Wesen, nicht wahr? Das sind unsere Freunde. Raus, so. Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Du hast vollkommen daneben gebollert. Okay, dann geben sie uns doch mal was mehr zurück als sonst. Die haben hier ein ganzes Portal wieder zum Schweben gebracht. Da haben wir schon länger einen Blick drauf geworfen. Jetzt gehen wir mal rüber. So, aufgeplustert als Errungenschaft freigeschaltet, wenn wir hier ein paar dieser Vögel hier vom Himmel pusten. Ha! Ha! Zu dünne Arme, nicht wahr? Ah, guck mal. So macht man das. Na, hast du gesehen, was wir angerichtet haben? Der Baruti.
Danke, dass du mich befreit hast. Ja, die sind alle ein bisschen verträumt hier, im besten Sinne verschlafen. Die ziehen sofort ab. Die wollen in Ruhe gelassen werden. Sie auch befreit. Er sieht den Himmel. Eine fehlt noch. Die dürfte da oben irgendwo sein. Ja, das ging jetzt in die andere Richtung. Da will ich hin. Wir probieren es mal. Das hat soweit geklappt. Jetzt muss nur noch der Kreisel hier von selbst explodieren und dann können wir mal rüberschauen hier zu den ganzen anderen Feen. Einsam in der Ferne schwebt er da. Mitten in der Luft. Das nehmen wir auch mit. Er hat hier reichlich Zeit gelassen, bis er seinen Köcher bedient hat. Den Pfeil angelegt hat, die Seele gespannt hat. Ja, hat alles viel zu lang gedauert. Das könnten die alles so viel praktischer lösen. Also, einmal rüber. Wenn man hier auch brav auf Abstand bleibt, dann können die einem auch nichts antun. Die kommen ja alle bereitwillig hier mit einem grinsenden Gebäck hier auf uns zugeflogen. Und baden gegangen. Bye bye. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen, da geht's nach Haus. Ebenfalls gerettet, da unten wird's jetzt gleich mobil. Damit dürften jetzt alle Feen wieder an der Arbeit sein. Die magischen Portale wieder erweckt haben. So, aber da wollen wir natürlich noch nicht hin. Erstens haben wir noch viel zu entdecken. Mindestens einen Baumstumpf. Er soll verborgen sein, hieß es. Aber was ist hier nicht verborgen alles? Die Pilze hier, die sind auch verborgen, auch wenn es nicht stimmt. Da hat alles angefangen. Hier haben wir auch ein paar Schätze auf jeden Fall. Sprich, wir müssen mindestens einmal noch ins Schloss gelangen. Einmal rein da. Wenigstens einmal eine Tour mitmachen. Da haben wir auch noch nichts gefunden, um es aufzukriegen. Irgendwo ein einsamer Boller. Ein einsamer Böller, ein Feuerwerk. Aber zumindest nicht mehr hier von der Partie. So, dann spähen wir mal rein. Irgendwo muss man ja hier die Tür aufkriegen. Es dürfte sich alles hier irgendwo abspielen. Das ist ein Portal, das nehmen wir später. Erstmal befreien wir ihn aus der Miesmuschel. In erhöhter Position wieder ein bisschen was abgegriffen. Ah, es sind sogar mehrere. Das muss man auch erstmal wissen. Können wir gleich die Route hier mit maximaler Zerstörungsgewalt hier abfliegen. Dann müssen wir nämlich hier einfach in der Luft bleiben und ordentlich hier Feuer speien. Ah,
Einmal so, einmal so. Alle befreit. Wir stehen bereits bereit. Jetzt müssen wir nur noch warten. Sie finden sich im Kreis ein. Und plötzlich können wir fliegen. Nicht, dass wir es nicht schon davor konnten. Den Schlüssel hat uns hier der Drache warm gehalten. Und es handelt sich um Useni. Ah, Spyro, danke. Mit der Superladung erreichst du auch hier im schwebenden Schloss neue Orte. Probier es aus. Aber gerne doch. Vielen Dank. Da geht's raus. Aha. Nein. Zu gefährlich, diese Superladung. Also, da kommt die Befürchtung, dass es hier tatsächlich wieder ein bisschen rasanter zur Sache geht. Ja, es war zu früh abgehoben. Nicht ganz so deprimierend wie aktuell die Baumwipfel, also da kommt man ja wenigstens noch hin, bevor man abstürzt. Meine Güte, ich sagte, das war was. Müssen wir erstmal hier für eine ordentliche Aufladung sorgen und dann mal gucken, wo wir hinkommen. Hier breche ich ab. Aha. Ich hoffe zumindest, das war alles, was er haben wollte. Als Tipp ist es ja okay. Die machen wir jetzt als nächstes auf. Ja, es dürfte noch genau ein grüner fehlen. Unsere Aufgabe ist es jetzt hier einmal nachzuforschen. Wo ist das? Nicht am Rand. Ich gehe davon aus, meistens, wenn ich sie übersehe, liegen sie irgendwo in der Wiese. Grün auf grün. Aber wir haben auch noch keinen Baumstumpf, ja, den dürfen wir auch nicht vergessen. Unbedingt dran denken. Es ist ein verborgener Baumstumpf. Den sieht man nicht so leicht, den kann man nicht so leicht riechen, nicht so leicht schmecken, nicht so leicht fühlen, den kann man auch nicht sehen, ja, weil er verborgen ist. Okay, aber jetzt bremsen wir. Wir wollen es ja nicht überstrapazieren. Wieder auf Anfang gedreht. So, wieder befreit von der Starre. Da haben wir schon zumindest jetzt schon mal alles an Edelsteinen, die sind uns hier doch über den Weg gelaufen. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Ort zum Verbrennen.
Da ist doch was. Aber der ist es nicht. Der war es auch nicht. Wir hätten ihn von hier treffen können. Es geht ja nur darum, ihn zu verbrennen. Also am ersten gehe ich davon aus, das wird hier irgendwie naturverbunden sein. Also der müsste irgendwo dort, wo auch was blüht, was wächst, was grast, mindestens im Boden stecken. Vielleicht auch bei der Superladung, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, mit Sicherheit sogar dort. Würde mich gar nicht wundern. Wenn es genau das ist, wahrscheinlich wird es das sein. Wir kommen da ja auch auf eine geheime Wiese. Noch langsam, ich will erstmal die Umgebung abgucken. Das wird einmal hier rundherum gehen. Und abgebremst, ah, das ist zu schnell. Weil er uns auch nur eigentlich hierher gebracht hätte, also wahrscheinlich doch nichts. Kannst du zwar alles niederbrennen, aber du machst nichts dabei kaputt, du wirst nichts zerstören. Ja, so langsam wird's dünn von dem, wo wir jetzt überall schon waren. Auch weiterhin bei akribischer Suche nichts, wo wir es auftreiben. Will ich nochmal nachhaken kurz. Zerstör den verborgenen Baumstumpf.
Frage ist natürlich, wo kannst du so einen Baumstumpf verbergen? Also der muss ja irgendwie versteckt sein. Sprich, allzu leicht sollte er nicht zu finden sein, aber dann doch irgendwie so, dass man zumindest ihn sieht. Wenn auch nur ein ganz kleines bisschen. Das müsste er sein. Das ist er, das da. Ich glaube, das ist er. Den müssten wir doch gefunden haben. Das ist er. Der wächst hier. Der wächst genau dort. Der ist hier. Das ist er. Aber wir kommen noch nicht genau hin mit der Flamme. Das muss eine gut überlegte Flamme sein. Das muss die mächtigste Flamme sein aller Zeiten. Das muss das Ding treffen. Das muss es zerstören. Das muss es ringsherum kaputt kriegen. Aber er tut's nicht. Ich glaube aber, das Feuer wird hier überhaupt nichts machen. Ich meine, der wäre schon kaputt gegangen jetzt. Mindestens. Ganz bestimmt. Außer wir treffen wirklich immer nur die Felswand. Wir könnten auch versuchen, ob wir hier mit einem Spurtangriff hier mit überhöhter dreifacher Geschwindigkeit an das Teil rankommen. Sowas. Das scheint eine ganz andere Perspektive zu sein. Ich wollte den Baum treffen. Der wäre nämlich hier. Da wären wir rausgekommen. Ja, wobei, einmal würde ich es noch probieren. Da müssen wir von da aber geradeaus weiter, nicht so den Bogen, den ich gerade versucht habe. Immer das falsche Portal. Aber immerhin sind wir diesmal direkt wieder runtergestürzt. Die Heizdecken an. So, und das ist er nämlich. Jawohl, voll mit der Birne drauf geklatscht. Jetzt haben wir ihn. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt haben wir hier alles. Jetzt hören wir hier auf. Jetzt haben wir es eilig. Fast hätte es zum Übergang ins nächste Fluggebiet gereicht. Und nach Haus. Rückkehr zu den Traumwebern. Die bringen uns auch richtig viel mit. Der Schotter, der lohnt sich. Die Libelle macht ihren Auftrag.